Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Bevor wir jetzt zum Unboxing kommen, also in die Unboxing-Ansicht wechseln, zeige ich euch das nochmal schnell. Ich habe von, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Maono, das DM30 RGB bekommen, um mit euch mal vorzustellen, das ist ein Mikrofon mit RGB. Ja, der erste Wecker. Muss gleich meine Tochter vom Kindergarten holen. Das erste, also was mir gefallen hat, ist, hier ist ein Standfuß mit bei und das hat RGB. Vielleicht was für meine Xbox. Könnte man daran mal testen. Wo ist denn das? Hier haben wir verschiedene Farben. Das ist das an sich. So, ja, mit QR-Code und alle drum und dran. Wir haben auch einen Regler vorne dran. Ich habe eben schon ein bisschen rüber gekickt hier über die Verpackung. Also nicht wundern, hier unten ist ein bisschen eingeditscht. Das war die Post. Wir haben beim Arm Boomarm and Mic. Mic stand. Also Boomarm, also B-O-O-M. Arm am Mic für Stand und für Dingsbums. Für Mikrofonarm. Ja, da kann man dann irgendwie auch tauschen. Da bin ich mal gespannt. Digital 3 in 1 Knopf. Also ist der vordere Knopf, den wir haben. Der hat eine Gain Control. Mute Button. Headset Phone Volume. Und was ist das andere? Eject. Adjustment. Damit kann ich nichts anfangen, ehrlich gesagt. Hier haben wir auch noch einen Adjustment-Knopf. Heißt lösen. Oder wahrscheinlich. Da können wie 300. Aha. RGB Light haben wir unten und natürlich im Mikrofon drin soll es auch sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Also von der Verpackung her alleine sieht es sehr gut verpackt aus und sehr interessant. Und ich würde sagen, dann würde ich jetzt hier mal wechseln und wir gehen mal in die Unboxing-Ansicht. So, und jetzt wollen wir es mal richtig auspacken. Oh. Was ist denn hier? Ich will nicht, dass es kaputt geht. Ist denn hier was geklebt? Hier ist nichts geklebt. Scheiße. Ja, das sieht jetzt nie hudert aus. Oder geht das? Das ist zugeklebt. Das muss man hier abmachen. Jetzt konnte ich es auch. Ist aber auch schade, dass man so zerruppen muss, um da ranzukommen. Also hier ist wirklich nur Styropor. Und das war's schon. Ja, hat schon ganz schön Gewicht. So, was haben wir denn hier Schönes drinne? Manual. Programmable USB Kondenser Mikrofon.
Also ich denke, man soll programmierbares Kondensatormikrofon heißen. Deutsch ist es Seite 13. Ich muss kurz gucken. Oh, Zeit wird langsam knapp. Meine Auktion, auf die ich bieten will, endet bald. Ich habe nämlich eine geile Figur gefunden, die gerade für einen schmalen Taler da ist. Habe ich noch was für das Regal. Mit Totengöppen. So, Mikrofonkapsel ist das obere. Dann haben wir 3-in-1 Knopf, das hatte ich ja schon vorhin gesagt. Dann 3,5 mm Kopfhörerbuchse, RGB, Lichtschalter. Also hier scheint ein Knopf zu sein, ein Lichtschalter. Und Desktop-Ständer. Hier haben wir auch dann nochmal, wie das aufgebaut ist. Hier die Niere. Ach, die LED-Anzeige, was sie bedeutet. Hier haben wir, okay, hier, doch, da muss ein Knopf sein, weil hier sehe ich das, dass man da umschalten kann. Hier macht man Kopfhörer ran. Von vorne. Nicht von hinten. Ja, es ist ein Nierenmikrofon. Ist eine Niere, ist klar. Niere heißt die wegen der Form. Zeige ich euch gleich mal. So, Entschuldigung. So, von vorne, nicht von hinten. Wegen. Hier. Weil es so aussieht wie eine Niere. Ja. Ist wie das Rode. Ja, Plug and Play mit USB ist klar. Also, ihr habt ja eine Software dafür. Link in der Anleitung. Und hier sind wir dann schon wieder. Da freue ich mich ja. Also, das ist jetzt nicht so 0815 China-Teil, weil wir haben ein. Wir haben so eine Software mit bei. So, was haben wir hier? Einen USB-Kabel. So, oh, USB-C auf USB, der auch, nee, Quatsch, USB-C auf USB-C mit einem Adapter auf USB-A. Clever, das ist clever und geil. Oh, ist jetzt aber auch nicht so lang. Aber sollte bis zum PC reichen. Aber ich denke mal, ein bisschen länger wäre natürlich noch besser gewesen. Was haben wir hier noch? Ich glaube, das ist auch diese komische Salz. Aber so in so einer Plastikverpackung kenne ich es gar nicht. Was halt entfeuchtend sein soll. Ja. Dann mache ich das mal kurzzeitig wieder rein, damit uns das nicht verloren geht. Das werde ich dann auch per USB-C anschließen. Und gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal nochmal an. Wartet mal, ich mache mal locker hier. Damit ihr das besser sehen könnt. So. Also es sieht wirklich schick aus. Ja, wir können ihn drücken. Oh, wir haben auch... Oh, nicht einfach nur drehen, man merkt so richtig so dieses Einrasten, wie vom Mauszeiger. Ich liebe das, dass man da so ein haptisches Feedback hat. Ich kann es nicht leiden, wenn es einfach nur drehbar und fertig ist. Und was haben wir denn hier unten? Hier haben wir denn den USB-C. Hier haben wir den Kopfhörereingang. Und hier ist dieser Schalter, der ominöse RGB-Schalter. Ist wirklich ein Schalter. Knopf und damit würde dann praktisch, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe,
hier unten leuchten und laut Bildern würde das auch hier leuchten. Werden wir sehen, wenn wir dann am PC sind und es anschließen. Also im Hardware-Video. Da werde ich dann direkt gleich am PC gehen. Ah, wir haben hier auch Gummi. Vier Gummifüße. Ah, die haben so ja noch eine Schutzfolie drauf. Okay. Also noch, ha? Und wenn wir denn hier die Schutzfolie abmachen. Ich weiß jetzt nicht, warum da eine Schutzfolie drauf ist. Wird das nicht verdreckt oder was weiß ich? Na, hilft vielleicht beim Rinn machen oder so. So, jetzt haben wir die abgemacht. Drei Stück an der Zahl. Eins, zwei, drei. Und jetzt. Oh, Entschuldigung. Da kommt die Kamera und alles runter, der Tisch wackelt. Da ist nichts mit. Hoppala. Da ist nichts selbst die Kamera alles verschoben jetzt. Dass es nicht verschiebt oder so. Ich wackel jetzt lieber nicht dran rum. Kann man das denn. Ach, das kann man dann hier lose schrauben. Ach, gucke an. Mit einer dicken Schraube. Und hier haben wir ein dickes und ein dünnes Gewinde. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier außen ist ein dickes Gewinde und deine Mitte ist nochmal eine kleine. Also für Stative. Quatsch, Mikrofonarme. Kann man dann raufschrauben. Und dann hat man sein Kondensatormikrofon praktisch so vor sich. Oder man macht es halt so, dass es dann halt so ist. Und dann, ja. Das ist ja geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und vor allem, es hat RGB. Das werden wir gleich mal testen, dann auch an der Xbox, werde ich dann auch mal die Tage testen und so. Also es macht einen guten, wertigen Eindruck. Ich packe das jetzt aber erstmal nochmal weg, weil ich habe Katzen. Das Hardware-Video kann ich mich nicht jetzt sofort machen, weil meine Frau will ins Nagelstudio und ich soll sie hinfahren. Weil sie ein Vorstellungsgespräch hat nächste Woche und da will sie vernünftig aussehen. Sie hat Aussicht, was hier bei uns in der Nähe zu bekommen. Und dann braucht sie nicht mehr nach Berlin eiern. Weil das macht sie auch fertig. Die sieht manchmal aus wie so eine lebende Leiche. Ja. 2 Stunden zur Arbeit. 12 Stunden arbeiten. 2 Stunden zurück. Also steht um 3 Uhr auf. Also ich mache es um 3 Uhr wach. Und ist dann abends um 22 Uhr wieder zu Hause. Irgendwann so in dem Dreh. Zug und Stadtlinie fahren jetzt echt beschissen, damit sie die nicht kriegt, dass sie da dann ohne vom Bahnhof nach Hause latschen muss. Ja, hier seht ihr, hier leuchtet es denn. Das gucken wir uns dann an. Mal gucken auf die Kamera. Das wird man bestimmt in der Software auch bestimmt einstellen können, welche Lichteffekte oben sind, von der Farbverlauf oder so. Oh, da wird man bestimmt ordentlich was machen können. Oh, ich bin gespannt. Und wenn das jetzt noch geil klingt, dann ist es ja natürlich, dann ist es natürlich noch besser. Das werden wir uns aber gleich alles angucken im Hardware-Video. Wir werden dann auch eine Mikrofonprobe machen. Die werde ich mir mit euch zusammen anhören. Also ich werde da nichts vorher aufnehmen oder so. Wir machen alle zusammen durch. Ja, das Video wird dadurch auch etwas länger, aber scheißegal. Ich bin kein Freund davon, irgendwas vorzubereiten und zu machen. Wenn, dann mache ich das mit euch alle zusammen und bereite da nichts vor. Wir wollen ja zusammen die Erfahrung machen. Und nicht ich mache die Erfahrung und berichte euch davon. Aber ich bin, also so vom Optischen bin ich schon mal begeistert. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn euch das auch noch weiter interessiert, guckt das Hardware-Video, wo wir uns das jetzt genau angucken werden, mit Mikrofonprobe. Und ich bin dann erstmal weg. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.